Was mich am meisten schockiert, ist, dass wir ein Produkt benutzen, das nicht abbaubar ist. Ein Zigarettenfilter, ein Kaugummi, alle unsere Plastikflaschen, Wegwerfbecher, all das, wenn es sich in der Natur wiederfindet, verrottet eben nicht. Wir werfen brav unseren Müll in die dafür vorbereiteten Tonnen. Denken uns, okay, klar ist ein Café-to-go-Becher nicht das Beste, aber wenn man den ordentlich wegwirft, dann hat man noch alles richtig gemacht. Dafür gibt es doch Recycling. Aber die Wahrheit ist, dass wir uns in die Tasche lügen, weil ganz viel Müll, den wir produzieren, nicht bei uns landet, sondern in irgendwelchen Ecken der Welt. Wir verwenden Teile der Welt als unsere eigene Mülldeponie und machen die Augen davor zu, weil eine sehr erfolgreiche Industrielobby uns weismacht, dass wir schon ganz gut sind im Recyceln. Ganz, ganz zentral ist, dass ein eigentlich ursprüngliches Abfallprodukt zu einem Verkaufsschlager wurde, und zwar vor allem für petrochemische Industrien, die dann festgestellt haben, mit dem Grundstoff Öl und Gas können wir sehr günstig Kunststoffe produzieren. Natürlich hat die petrochemische Industrie ganz großes Interesse, die Nachfrage zu schüren nach diesen Kunststoffen. Und ein Grund dafür ist, dass billiges Gas und billiges Öl dazu beiträgt, dass die 6 großen Weltproduzenten, nämlich ExxonMobil, BASF in Deutschland, Eni in Italien, Ineos in Großbritannien, alles dafür tun, dass die Nachfrage nach Kunststoff wächst. Wir erleben derzeit, wenn es um die Lösung der Plastikkrise geht, einen starken Fokus auf, wir müssen unsere Recyclingraten erhöhen. Ja, das ist richtig, das müssen wir. Wir müssen wertvolle Rohstoffe in einer Kreislaufwirtschaft immer wieder verwerten, weil Rohstoffe weltweit sind knapp. Und was wir mit Plastik tun, bedeutet ja, die Welt, die Erde, die Gewässer zu verschmutzen. Deswegen ist Recycling sehr wichtig. Aber es ändert nichts daran, dass wir in einem Problem stecken, das wir an der Wurzel packen müssen. Und solange wir immer so tun, als sei das eine Frage von sinnvollem und gutem Recycling, sitzen wir einer Propaganda auf, die das nur deswegen in die Welt setzt, um mehr Plastik verkaufen zu können. Das Dringendste, was jetzt passieren muss, ist, dass wir auf die Straße gehen. Dass wir uns bemerkbar machen. Wir müssen dieses Unwohlsein, das wir alle in uns haben, sichtbar machen, sodass es Leute wirklich checken. Gleichzeitig ist es aber wichtig, sich eben nicht nur als Konsument zu betrachten, sondern auch als politischer Mensch, der Interesse daran haben muss, dass eben Plastikproduktion an der Quelle gestoppt wird, wenn es um die Verursacherkosten geht. Die Internalisierung der Umweltkosten ist massiv. Die Gas- und Erdölproduzenten, die Petrochemie muss beteiligt werden an Abgaben auf Erdöl und auf Gas. Das sind alles wichtige politische Maßnahmen, die wir als Konsumentinnen und Konsument mitfordern müssen, damit nicht nur der Eindruck entsteht mit ein bisschen Verbot von Einwegplastik und der Konsument verzichtet auf Plastiktüten, die Plastikkrise gelöst sei, mitnichten.